Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. Hallo und herzlich willkommen. Ganz frisch in unserem neuen Kochstudio. Wir haben es eingerichtet wie versprochen. Und hier werden wir Sims-Rezepte kochen. Erst einmal hier im Spiel und später dann zu Hause, damit ihr euch auch davon überzeugen könnt, das ist möglich. Wir wollen ein Spezialrezept zubereiten. Und zwar die albernen Gummibärchen-Pfannkuchen. Wir nehmen die Familiengröße. Ihr habt sicher alle eine Familie. Warum also nicht? Rezept ist im Grunde ganz einfach. Ihr braucht dazu natürlich die Gummibärchen, aber auch die Zutaten, um die Pfannkuchen zu machen. Hier empfehle ich 100 Gramm Mehl. Das ist vollkommen ausreichend. Jetzt nicht unbedingt für die ganze Familie, aber doch, dass ihr so ja, 3-4 je nach Größe dann zusammenbekommt. Ein Viertel Liter Milch dabei, 2 Eier und eine Prise Salz. Das mischt ihr alles zusammen. Während ihr das macht, könnt ihr den Ofen schon mal anstellen, den Herd. Und ja, natives Olivenöl empfehle ich schon mal vorheizen. Wenn ihr den Teig ordentlich durchgerührt habt, es sollte nicht zu dünnflüssig sein, aber auch nicht zäh, dann könnt ihr die Gummibärchen da schon mal einstreuen. Das ist auch ein bisschen jetzt die Schwierigkeit, nicht das Reinmachen der Gummibärchen, sondern ja die genaue Temperatur dann in der Pfanne zu finden. Knautsch hat es geschafft und so, dass die Pfannkuchen backen können, nicht aber gleichzeitig hier die Gummibärchen schmelzen. Und ja, er kann sich jetzt mal davon überzeugen, ob das schmeckt. Super lecker. Wenn ihr da richtig nochmal ja, euch einen Zuckerschock verpassen wollt, könnt ihr noch Erdbeermarmelade dazu oder Marmeladen, die ihr wollt, vielleicht Zucker oder Apfelbrei, wie ihr es essen wollt. Müsst ihr schauen. Wir wollen das Ganze in Wirklichkeit nachkochen. Jetzt nicht nur hier. Mal kurz gesagt, haben sie Rezept. Blenden wir am besten nochmal ein. Ja, und einfach beim Ausprobieren wünschen wir viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Gerne natürlich ein Abo. Dann verpasst ihr überhaupt keine Kochsendung mehr. Bis dahin und tschüss.